Ey, das ist strong. Das ist strong. Ganz kurz, wir haben auch ein Poster. Ich wollte so kurz sagen, massiv geiles Poster wäre das. Auch gerne so in diesem Format an die Tür hängen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur... Genau, wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Wir haben noch von der letzten Woche, ich schaue mal kurz auf die Uhr, tatsächlich, Freunde, wir haben von letzter Woche noch was aufzuholen, Freunde. Wir müssen kurz ein bisschen einen Sprinter einlegen, um es aufzuholen. Und zwar von Contra Car, von Contra Carius und jetzt auch mit Contra Bactus zusammen. Big Bad Wolf feat. Butchie. Ich hoffe, ich spreche Butchie richtig aus. Ich bin mir leider aber noch nicht ganz sicher. Aber ich freue mich sehr drauf. Wir haben Big Bad Wolf von Contra Car und Butchie. Ich weiß nicht, wann es gekommen ist, dass ich zu Contra Car manchmal Contra Carius sage. Und dann irgendeinen Kontrabaktus-Joke machen will. Aber jetzt habt ihr es, Freunde. Das letzte Mal, dass wir uns was von dem neuen Album gehört haben, Freunde. Ich werde euch die Albumbox, ja, in die Beschreibung packen. Kauft sie euch jetzt gerne, bestellt sie euch vor. Bei Contra K ist es so krass wie bei keinem anderen gefühlt. Das Ding wird ausverkauft sein, bis wenn ihr nicht mehr gucken könnt. Also kauft sie euch gerne jetzt, Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Dann habt ihr sie sicher. Aber das letzte Mal haben wir uns diese eine Melodie angehört. Link dazu oben im i. Ich bin gestorben. Krasses Video. Diese eine Melodie war wirklich sehr, sehr krass. Ein unglaublich schöner Song an sich. Und wir hatten ein wunderschönes Musikvideo. Jetzt haben wir Big Bad Wolf mit Butchie zusammen, den wir unter anderem schon von Für dich gehe ich rein kenne, was ein wunderschönes Lied ist von Contra K, was ich liebe. Und der ein sehr, 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 sehr talentierter Sänger ist. Und der eine Kombination mit Contra K immer glänzen kann. Wir hören also rein, Freunde, ganz kurz in die Beschreibung schauen wir rein. Das Ganze ist produziert von The Crates, MBZ und Contra K selber. Und wir haben natürlich ein Video von Shaukazado und End-to-End Production. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Links morgen in der Beschreibung. Wir hören rein. Let's go! Oh. Oh, ich höre jetzt schon den Beat, wie der Beat sich aufbaut, das Musikvideo. Ich hab direkt Lust. Ich bin direkt wieder im Film. Ich bin direkt wieder im Film und hab Lust. Deine Träume schließ sie weg, aber vergiss sie nie. Denn wenn sie sie nicht haben können, kommen sie und vergiften sie. Der Weg ist dunkel und mein Schatten, er beschützt mich jedoch. Kennen sie die Achillesferse, wissen sie, ein Schnitt genügt. Oh, okay. Holy shit, okay. Ey, das ist strong. Das ist strong. Allein schon das Musikvideo ist so strong, wie er dieses Macht- und Gierverhalten der Menschen ausdrückt hier gerade. Nice Einstieg auch. Schöne Szenerie, die wir hier auch haben. Oh. Ich liebe es. Warte, man kann direkt wieder über so viel reden. Im Hintergrund wie, ich würde sagen, das ist also das Bild aus dem Paradies, wie Adam den verbotenen Apfel, die verbotene Frucht, weil er so gierig ist, nimmt. Deine Träume schließ sie weg, aber vergiss sie nie. Denn wenn sie sie nicht haben können, kommen sie und vergiften sie. Der Weg ist. Oh, ey, das ist strong. Aber vergiss sie nie, denn wenn sie. Nimm deine Träume, schließ sie weg, aber Vergiss vergiss sie sie nie. nie. Wenn sie sie nicht haben können, Kommen kommen sie sie und und vergiften vergiften sie. sie. Der Weg ist dunkel und mein Schatten, er beschützt mich jedoch. Kennen sie die Achillesferse, wissen sie, ein Schnitt genügt. Dieses Leben ist ein Märchen wie auf Haschisch. Wie eine Fluchtfahrt bei Stau und roten Ampeln. Boah, diese Energie, Mann. Wie Alkoholiker am Boden einer Flasche. Für den größten Verrat, mein Freund, reichte schon ein Apfel. Ja, für den größten Verrat, mein Freund, reichte schon ein Apfel. Du denkst, du kennst mich, ich wünschte, ich mich auch. Such den Ausweg aus der Nacht, doch halt die Lichter nicht mehr aus. Du denkst, du kennst mich, ich wünschte, ich mich auch. Ey! Übrigens, dieser Typ sieht ein bisschen aus wie Justin Timberlake, right? Der Dude hier unten. Ey, man kann wieder jede Zeile pausieren, was dazu erzählen, analysieren und seine Gedanken dazu abgeben. Ich liebe es. Du denkst, du kennst mich, ich Ich wünschte, wünschte, ich ich mich mich auch. auch. Such den Ausweg aus der Nacht, doch halt die Lichter nicht mehr aus. Als wäre der Wahnsinn hier auf Fest, wo alle schlichten mit der Faust. Doch jede Narbe, die wir tragen, sind Geschichten auf der Haut. Ich schreib lieber an Metaphern als kalte Realität. Oh, ey! Tragen sind Geschichten auf der Haut. Ich schreib lieber an Metaphern Metaphern als als eine kalte kalte Realität. Realität. Weil die meisten wollen in Wirklichkeit die Wahrheit gar nicht sehen. Kein Das ist Real Talk. Die meisten wollen sich nur kurz betäuben, die Augen verschließen vor der Wahrheit und sich kurz gut zu fühlen. Und dieser Galgen aus den Geldscheinen symbolisiert einfach so krass, dass
Leute sich eben mit der Gier das eigene Grab schaufeln. Problem, denn jeder ist sich selbst am nächsten, bis der große böse Wolf kommt und raubt dir deine Schäfchen. Ey, ich muss kurz pausieren, sorry, sonst wird das Video vielleicht gesperrt. I'm so sorry, Mann. Ey, aber Butchie, holy shit. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen auch richtig aus übrigens. Ich glaube aber schon. Oh, wir müssen uns die Hook nochmal komplett geben. Ey, einfach genießen kurz. Abschalten, genießen, Freunde. Ihr könnt jetzt gerne Daumen nach oben geben, wenn ihr irgendwas in der Zeit machen wollt. Genießt. Die meisten wollen in Wirklichkeit die Wahrheit gar nicht sehen. Kein Problem, denn jeder ist sich selbst am nächsten. Bis der große böse Wolf kommt und raubt dir dein... Das ist auch so nice, wie Butchie jetzt schon einsteigt, Mann. Wie er jetzt einsteigt. Oh, Freunde, als hätte er in seinem Leben nichts anderes gemacht, als wäre er nur Bus und Bahn gefahren und immer ein- und ausgestiegen bei jeder Station. So steigt er jetzt hier ein. Diese Energie, die er hier ausdrückt, diese Energie. Ha, vergiss diese eine Melodie. Das ist diese eine Energie, die wir hier haben. Ey, zählt mir gerne mal ein paar deutsche Musiker auf, wo man wirklich noch solche Werte vermittelt bekommt, wo man zum Nachdenken angeregt wird. Es gibt nicht viele auf dieser Liste, aber Kontra K ist ganz oben mit dabei. Die Straße keine Liebe, doch es lieben sie die Ratten. Je heller jedes Licht, umso länger auch sein Schatten. Und ey, dieses Bild gerade, wo beide sich die Hand geben und im Hintergrund so ein Messer halten vorm Rücken. Ey, nicht jeder, der dir die Hand reicht, ist dein Freund. Doch es lieben sie die Ratten. Je heller jedes Licht, umso länger auch sein Schatten. Und leider haben die sein... Je heller jedes Licht, umso länger auch sein Schatten. Oh ey, Bro, man kann sich jede Zeile tätowieren lassen, gefühlt. Keine stichfesten Jacken. Gesetz der Diebe, deine Schwäche zeigt sie nie. Und Respekt gibt nur dem, der deinen Respekt auch verdient. Aber manchmal sinkt sogar das Elend viel zu tief, als ob dein allerschlimmster Tag an einer... Ganz kurz, wir haben auch ein Poster. Ich wollte kurz sagen, massiv geiles Poster wäre das. Auch gerne so mit diesem Format an die Tür hängen. Zack, da sehe ich mich. Backpfeife zieht, ich trage ein Ozean an Worten in meinem Kopf rum. Schwimme durch ein Meer aus Benzin und such den letzten Funken Hoffnung. Hass ist dein... Oha, wie er diese Glasflasche so... zerboxt hat. Härtester Gegner in Topform. Gutes geht den Bach runter, doch schlechtes geht den Block rum, denn alle wollen Cash, aber... Hey, nice. Gutes geht den Bach runter, doch schlechtes geht den Block rum. Was, ey, das hat er so schön gerade geschafft, so ein schönes Bild in meinem Kopf zu machen. Ich liebe es, wie er mit Worten spielt. Diese Redewendung, dass etwas den Bach runtergeht, ja? Also nach... An Wert verloren hat oder einfach zugrunde geht, ja, den Bach runter geht. Gutes geht den Bach runter, wird immer weniger gewertschätzt, gibt es immer weniger, geht den Bach runter. Aber Böses geht um den Block. Also man hat diese Redewendung übernommen von geht den Bach runter, es geht um den Block und eben, dass man, wenn man um den Block geht, eher was Böses findet als was Gutes in einem Menschen, weil es normal geworden ist, dass jeder irgendwie eher was Böses im Kopf hat als was Gutes. Holy shit. Aber niemand macht was möglich. Jeder will Fleisch, aber keiner etwas töten. Alle wollen die Wahrheit, doch die Lüge klingt am schönsten, wenn der große böse Wolf kommt und raubt dir deine Schäfchen. Wir warten alle auf den Tag, doch ich will noch nicht gehen. Was eine Hook. Was ist das für eine Hook? Ich freue mich so sehr auf dieses Album. Ich freue mich so sehr auf dieses Album. Shit. Ey, Butchie, auch schöner Mann. Schöner Mann, schaut euch an. Schöner Mann, schöne Haarpracht. Schöner Mann, schöner Oberlippenbart. Und Freunde, über Kontra K muss ich euch nichts erzählen. Da habe ich schon einige Lieder gesungen, die ungefähr lauten wie: Er ist ein schöner Mann. Das ist mein großer Hit. Holy shit. Holy shit. Holy shit einfach. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ist krass. Auch das Musikvideo. Geil.
ganz, 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 ganz dicke Props gehen raus an alle Beteiligten für dieses krasse Musikvideo erneut, was man bei Kontra K immer sagen kann, schon von vornherein. Aber auch für diesen wunderschönen Beat. Shoutouts an die Crates. Und für diese gottesgleiche Hook von Bachi, Mann. Holy shit. Ich bin einfach so gehypt auf dieses Album. Mein Herz hat gerade so krass geschlagen wie lange nicht mehr. Ich sag's, ich bin einfach excited gewesen. Eine wunderschöne Hook, Mann. Eine wunderschöne Hook. Diese Energie, diese Power da drin. Und man braucht über den restlichen Stuff von Kontra K, glaube ich, nicht reden. Es ist abnormal, was er Zeile für Zeile raushaut, was er für Weisheiten und mit auf den Weg gibt, uns zum Nachdenken anregt, gesellschaftliche Kritik übt und es ist einfach krass, Mann, dass er diese Werte immer und immer wieder vermitteln kann und uns einfach was Gutes mit auf den Weg gibt, was bei anderen auf der Strecke liegen bleibt, ja. Deswegen, ey, ich bin einfach fucking happy und freue mich so sehr auf dieses Album. Link dazu in der Beschreibung. Lasst mir eure Meinung unbedingt dazu in den Kommentaren davor. Da würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh. So immer natürlich. Und ciao.